Hallo zusammen. Ja, heute geht es um die dritte Etappe auf meinem Weg zur Diagnose und zur Rehabilitation später auch. Und zwar erzähle ich euch jetzt etwas, was ich im Vivantes Klinikum in Neukölln erlebt habe. Ja, ich habe mir dafür auch einen Stichpunktzettel gemacht, denn das waren in etwa 2 Wochen, die ich da gewesen bin. Und es war dann doch ein bisschen länger. Vor allem wurde da auch viel intensiver geguckt. Ja, ich fange am besten einfach erstmal an. Ja, es war dann an meinem 25. Geburtstag genau. Da bin ich ja einen Tag vorher aus dem DRK-Klinikum in Köpenick entlassen worden und kam dann nach Neukölln. Aber nicht direkt. Vorher war ich einfach bei der Hausärztin, weil ich ja jetzt gesund war, mich aber überhaupt nicht fit fühlte, um arbeiten zu gehen und mich deshalb krank schreiben lassen wollte. Ja, da angekommen, war mir furchtbar schwindelig. Ich war völlig fertig und K.O. und ja, bin dann auch direkt erstmal wieder eingewiesen worden. Da wurde mir dann gesagt, also ich hätte wahrscheinlich irgendwie eine hormonelle Störung oder so und sie würde da entweder das Charité empfehlen oder Neukölln. Und ja, ich könnte mich jetzt entscheiden, in eins von beiden würde sie mich dann nämlich jetzt einliefern lassen und auch schon mal direkt in Krankentransport kommen lassen. Tja, hätte ich damals gewusst, dass ich Porphyrie habe und dass die Charité da gewisse Expertisen hat, wäre ich natürlich in die Charité gegangen. Aber leider wusste ich das nicht und habe das einfach davon abhängig gemacht, wo mich mein Freund besser besuchen kann. Und ja, aus dem Bauch heraus war das dann Neukölln. Also gut, ab nach Neukölln. Ich bin dann da gelandet und ja, lag dann da erstmal stundenlang in der Aufnahme rum. Mir tat alles weh, mir ging es überhaupt nicht gut. Aber ja, dieses Mal wurde meine Wichtigkeit halt nicht als so dringlich eingestuft. Und deshalb lag man dann auf dieser völlig harten Matratze. Naja. Dazu gesagt, eine ganz harte Matratze habe ich nicht lange behalten, denn da ging es dann ja auch weiter, dass diese Gliederschmerzen sich mehr und mehr ausprägten, dass es mit dem Liegen immer schwieriger wurde. Und ja, da hat mein Freund tatsächlich dann noch so einen dicken Matratzentopper gekauft. Das ging dann auch erstmal wieder ganz gut, aber ich muss auch jetzt schon sagen, im Laufe der Zeit wurde das trotzdem immer schwieriger. Ich habe mir dann irgendwann noch meine Zusatzdecke dazwischen gelegt und dann habe ich so ein ganz besonderes Bett bekommen. Das war irgendwie so ein Wasserbett eigentlich, glaube ich, irgendwie, oder Luftbett. Luftbett war das, genau. Das wurde aufgepumpt und hat dann eigentlich immer den Druck in den Luftkammern gewechselt. Das fand ich aber total unangenehm. Ich habe das einfach sich aufpumpen lassen immer und ja, das dann so semi aufgepumpt, wabbelig, lapperig verwendet, weil das immer noch am weichsten war. Aber auch das ging irgendwann gar nicht mehr. Ja, was dann auch sehr problematisch war, ganz am Anfang hieß es immer nur, ja, wir überwachen das, wir überwachen das. Ja gut, dann wurde halt immer mal wieder Blut entnommen, so jeden zweiten Tag. Und ja, was genau getestet wurde, weiß ich nicht. Denn das war halt so, da kam jemand, hat dir Blut entnommen. Das waren dann, ich sag mal, entweder Assistenzärzte, die das quasi einfach routinemäßig bei mehreren Patienten gemacht haben. Oh, Entschuldigung. Oder das waren, ich sag mal, Austauschärzte aus anderen Ländern, von anderen Universitäten, die das gemacht haben. Und so recht konnte dir dann keiner sagen, was das jetzt eigentlich ist, was sie da tun, was gemessen werden soll. Und ja, generell kam einfach keine Visite. Und ich habe dann mal nach ein paar Tagen gefragt, wie das denn aussieht, wann denn hier immer die Ärzte herumkommen würden. Und dann wurde mir gesagt, ja, also wenn Sie einen Arzt sprechen wollen, dann müssen Sie das morgens anmelden. Ach so. Ja, das sagt einem natürlich vorher keiner, ne? Oh, ja. Ja, genau. Also wie gesagt, Stand der Dinge war, wir beobachten das. Mir ging es natürlich immer schlechter und es kam dann auch Muskelschwäche hinzu, so richtig. Oder
Ja, ich weiß nicht, also so empfand ich es zumindest. Ich konnte mich immer schlechter bewegen, also die Kraft ließ auch einfach nach. Irgendwann habe ich angefangen zu weinen und habe dem Arzt gesagt, als ich das dann nämlich endlich angemeldet habe und er dann auch irgendwann kam, so, Herr Doktor, ohne Witz, ich kann meine Arme nur noch so hoch heben, höher geht es nicht. Und ja, ich habe auch erzählt, dass ich, bevor ich überhaupt ins Krankenhaus gekommen bin, Kraftsport gemacht habe. Also ich habe in jeder Hand 8 Kilo gehabt und mehrmals dann die Gewichte über den Kopf gedrückt, so wie man es halt macht, ne? Und habe aber da nicht mehr meine eigenen Arme gestemmt bekommen, sozusagen. Ja, komisch. Naja, dann wurde eine Reihe an Untersuchungen angestellt. Das waren, ja, also natürlich wurde erstmal so die Kraft auch getestet. Da kam dann auch eine Neurologin noch und dann drücken Sie mal hier, drücken Sie mal da und halten Sie mal die Arme und machen Sie die Augen zu und Fuß und Bein und dies und jenes. Dann wurden Reflexe getestet mit dem Hämmerchen. Komisch, gar nicht mehr so wirklich da. Ja, oder dann hat dieser Hammer noch so eine spitze Seite und dann ja, wurde damit auch getestet. Das war total komisch, denn zum einen fühlte ich diese Spitze eigentlich nicht als Spitze oder auch mit einem Kugelschreiber wurde auch getestet, genau, sondern eher so als großflächigen Druck, aber trotzdem sehr schmerzhaft. Und ja, darauf ist auch keiner so richtig klar gekommen. Das hat auch keiner verstanden. Naja, dann wurde noch eine schöne Lumbalpunktion gemacht, ganz toll, da wird einem aus dem Rückenmark was raus entnommen, irgendwie so. Weiß ich schon gar nicht mehr so genau. Hat im Endeffekt auch ja keinen Sinn gehabt für meine Krankheit. Also, ja, letzten Endes haben sie darüber nur etwas ausschließen können, sagen wir doch so. Ja, CTs wurden gemacht, Röntgen, Ultraschall, MRTs wurden gemacht. Und beim MRT, da wurde auch dann irgendwann der ganze Brustrückenbereich angeschaut und dann später auch nochmal Kopf-Nacken-Bereich. Und da kamen sie dann wohl zur Überzeugung, dass ich einen Tumor hätte am Hypothalamus, glaube ich. Witzigerweise weiß mein Freund das noch genau, ich nicht mehr, denn ich habe so viele unterschiedliche Informationen bekommen, dass ich das meiste komplett gelöscht habe, was da alles an für mich dann doch nicht mehr relevanten Informationen oder Zwischendiagnosen, die sich als falsch herausstellten, bei war. Na, auf jeden Fall kam ich dann erstmal auf die Neurologie und dann auf die Neurochirurgie. Und ja, immer wieder wechselnde Ärzte, wechselndes Personal. Und es ging dann aber auch leider weiter, dass ich auch weiterhin Gewicht abgenommen hatte, obwohl ich versucht habe, Essen in mich reinzustopfen, auch bewusst ungesundes Essen gewählt habe, so M&Ms oder so, oder Gummibärchen, aber ich weiß nicht. Also ich habe tatsächlich auch gerechnet, ich habe gezählt, ich habe mir auch immer Kakao gemacht, so mit so Fertig-Kakao-Instant-Pulver, gab es da so als, ja, auf so einem Teewagen sozusagen, einfach um Kalorien reinzukriegen. Und ich habe täglich bis zu 2000 Kalorien aufgenommen, obwohl man mir sagte, ja, wenn sie so liegen und 1600, 1500 schaffen, dann reicht das. Hat nicht funktioniert. Dann hieß es auch immer noch so, ja, ihr Stresshormonspiegel ist so hoch, wahrscheinlich wird dadurch so viel abgebaut. Irgendwie ist anscheinend keiner darauf gekommen, dass durch die fehlende Peristaltik einfach nicht viel aufgenommen wurde. So ist zumindest meine Vermutung. Wenn Porphyrie den Darm lahmlegt, dann wird wahrscheinlich auch nicht so viel aufgenommen wie normalerweise. Ja, genau, auch so ein Punkt. Ja, ich hatte dann ja auch hin und wieder immer mal wieder Verstopfung, immer wieder, immer wieder. Ja, sie müssen sich mehr bewegen. Wenn sie da immer so rumliegen, dann ist es kein Wunder. Ich war völlig fertig. Also, ne, das war der Rat von der Physiotherapeutin nochmal dabei gesagt. Ich war völlig fertig. Ich war im Eimer. Ich konnte den Flur
drei, viermal hoch und runter, manchmal auch nur zweimal, dann habe ich mich wieder hingelegt, weil ich kaputt war. Ich bin an einem Tag runter in die Cafeteria zu Fuß und dann war mir völlig schwindelig und ich war völlig platt und ja, fertig einfach und wurde dann von meinem Freund im Rollstuhl wieder hochgefahren und ich habe mich sofort hingelegt, weil ich nicht mehr konnte. Ja, es ging dann auch weiter, dann eben mit der Appetitlosigkeit. Auch eine geniale Kombination, Gewichtsabnahme, Appetitlosigkeit und dennoch, ja, anscheinend Verstopfung, ne? Letzten Endes sind sie dann aber alle dazu übergegangen, so die Ärzte, mir zu erzählen, ja, wenn sie nichts essen, dann kann ja auch nichts auf anderem Wege rauskommen. Ist ja klar. Schlicht und ergreifend, es wollte mir keiner glauben, dass ich da noch gegessen habe, was ich konnte. Und ja, genau, was wollte ich noch sagen? Das Gehen wurde halt eben immer schwieriger, aber nicht nur das, auch so das Duschen. Ich konnte irgendwann meine Hände gar nicht mehr wirklich heben, nur noch so. Das heißt, beim Duschen habe ich immer den Kopf runtergenommen, um irgendwie meine Haare noch einschäumen zu können. Was aber auch nicht gut war, weil mir dadurch immer schwindelig geworden ist. Ja. Und da war es dann auch irgendwann so, irgendwann hatte ich einfach konstant Schmerzen. Sie waren mal stärker, mal schwächer. Morphin habe ich dann auch da irgendwann nicht mehr gekriegt. Anfangs schon, später nicht mehr. Aber ich hatte einfach immer mal stärkere, mal schwächere Schmerzen. Im Laufe meiner Behandlung habe ich dann auch zunehmend Psychologen getroffen, Psychotherapeuten. Und ich weiß noch, dass der eine eine Übung mit mir gemacht hat. So nach dem Motto, zählen Sie mal von 100 7 ab. Und dann ziehen Sie wieder 7 ab und wieder und sagen so die Zahlen, die dabei herauskommen, bis sie bei 0 sind. Ich weiß nicht, wie oft ich wieder von neuem angefangen habe. Ich glaube 7, 8 Mal oder so hat es gebraucht, bis ich mich nicht mehr verrechnet hatte und bis es geklappt hat und bis ich nicht rausgekommen bin, weil ich die ganze Zeit Schmerzen hatte. Also mein ganzer Körper tat weh und das Sitzen tat weh und da auf den Hautteil, wo ich drauf gesessen habe, das tat weh und ich habe geschwitzt und mir war kalt gleichzeitig. Es hatte über 30 Grad draußen, aber ja. Mal war mir übertrieben heiß, mal war mir eiskalt. Ne? Und das nicht nur in der Situation, sondern anders auch. Aber ja, und dann ist da dieser Typ und erzählt dir, wenn du dich nur stark genug darauf konzentrierst, dann lenkt das quasi ab, weil das Rechenzentrum des Gehirns wohl weit weg von dem Schmerzzentrum des Gehirns ist. Und ja, dann hätte man diese psychosomatischen Schmerzen nicht mehr. Aha, okay. Psychosomatische Schmerzen. Ja, das war es dann auch, was mir dann die Ärzte erzählen wollten. Immer wieder hieß es halt psychosomatische Schmerzen und Magersucht. Und ja, ich habe natürlich auch Besuch von meiner Familie, von Freunden bekommen. Von meinem Freund auch, fast jeden Tag war er da und hat quasi auch alles für mich gemacht. Aber ja, du bekommst am Ende wirklich von allen Seiten gesagt, ja, du bist magersüchtig, deshalb willst du nichts essen, deshalb hast du das Gefühl, keinen Appetit zu haben und deine Schmerzen sind psychosomatisch. Zum Beispiel, weil du vorher viel Sport gemacht hast und es jetzt gerade nicht kannst und dein Körper darauf mit Schmerz reagiert. Ja, das war so die Erklärung und mit dieser Diagnose bin ich dann auch entlassen worden. Ich habe gedacht, ich werde verrückt. Ich dachte, das kann nicht sein. Natürlich habe ich auch irgendwo gedacht, so ganz weit hergeholt kann es nicht sein, denn ich hatte auch Situationen, dass ich nachts aufgewacht bin und dachte, wenn ich nicht sofort mehr Energie zuführe, dann sterbe ich jetzt. Und dann habe ich irgendwie Gummibärchen gegessen oder so, weil ich Panik hatte, weil ich nicht sterben wollte.
Ja, aber trotzdem, also du wirst dann auch immer angeschaut von allen Menschen und ich wurde ja auch nicht künstlich ernährt oder so. Ich habe ja auch keine Infusionen gekriegt, gar nichts. Ich war irgendwann auf 43 Kilo runter und hatte insgesamt schon 14 Kilo abgenommen. Und alle schauen dich so an, so nach dem Motto: Mädchen, was machst du nun mit dir? Warum tust du dir das an? Und ich denke so, ich würde ja. Ich würde ja gerne. Aber dir glaubt keiner mehr. Am Ende glaubt dir keiner mehr. Ja, ich bin dann, wie gesagt, entlassen worden mit dieser Diagnose. Ziel war, dass ich in eine ja, psychologische Einrichtung in der Nähe des Wohnorts meiner Eltern gehe. Und ich habe gedacht, ich bin dann da irgendwie 4 Wochen, dann helfen die mir, dann schaffen die das, was ich nicht schaffe. Und ja, dann gehe ich wieder nach Hause. Ich habe zu meinem Freund auch gesagt, weil ich wusste, das wird hart. Ich habe gesagt, sei mir bitte nicht böse, ich muss das jetzt irgendwie alleine schaffen, denn ich habe so starke Schmerzen gehabt und auch so viel gejammert dann wieder, weil es nicht ging. Ich wusste immer selber, diese Schmerzmedikamente, die ich dann mitbekommen habe, die darf ich nur alle 4 Stunden nehmen und das habe ich auch gemacht. Aber mir ging es so miserabel zwischendurch, so schlecht. Ich lag da und habe gejammert einfach. Ich konnte es nicht mehr unterdrücken. Das waren höllische Schmerzen. Das war unglaublich. Ja, es ist ganz anders gekommen. Wie genau, das erzähle ich euch in dem nächsten Video. Was ich euch aber nicht vorenthalten wollte, euch mal so ein kurzes Video, das habe ich letzte Woche aufgenommen. Und ja, ihr erfahrt dann auch gleich direkt schon, warum. Ich bin hier gerade jetzt beim Vivantes Klinikum in Neukölln und ich hatte hier was zu erledigen sozusagen. Beziehungsweise ich habe einfach was gemacht, was mir super wichtig war. Es gab nämlich hier in diesem ganzen Klinikum eine Schwester, die alle meine Probleme, meine Sorgen, meine Schmerzen ernst genommen hat. Und bei der bin ich jetzt gewesen. Ich hatte ja ehrlich gesagt total die Befürchtung, dass sie gar nicht da ist oder dass sie da schon gar nicht mehr arbeitet oder so. Und ja, ich habe mich dann bei ihr bedankt. Sie hat mich auch tatsächlich dann gesehen und sofort wiedererkannt und kam sofort an: Hey, wie geht's dir, dass ich dich noch mal sehe? Und ja, das war total krass. Also so auch für mich, für die Psyche, dann einfach an diesen Ort zurückzukommen, wo es mir ja nun wirklich überhaupt nicht gut ging und dann aber auch noch diesen einen Menschen zu treffen, der dann sich wirklich gekümmert hat, sich meine angenommen hat, kann man ja schon sagen. Ja, das war sehr, sehr, sehr schön. Also auch, es war auch einfach wichtig, ja, für mich. Und ich konnte aber auch sehen, dass es sie sehr gefreut hat. Und ja, man merkt es halt dann, wenn Menschen von etwas begeistert sind, sich von etwas mitnehmen lassen, auch irgendwo einfach Anteil nehmen. Und das war so. Und das war einfach sehr schön. Das war genau das Richtige, was ich damit hier gemacht habe. Ja, was soll ich dazu sagen? Also das war wirklich eine Begegnung. Da ist mir richtig warm geworden. Das war unglaublich. Ich hatte richtig, richtig Angst, in dieses Krankenhaus wieder reinzugehen, wo ich so viel, so Schlechtes erlebt habe. Aber als ich das dann gemacht habe und sie gesehen habe und sie mich sofort erkannt hat, da wusste ich einfach, dass es das wert war. Zu dem Zeitpunkt, wo ich diese kleine Videosequenz eben aufgenommen hatte, war ich mir noch nicht sicher, ob ich hier jemanden irgendwie mit Namen nennen sollte oder ob das jetzt doof ist. Aber ja, ich habe ja nur positiv gesprochen. Also warum sollte es doof sein? Tja, in diesem Sinne, Carmen, wenn du das jemals hörst,
Ich muss wirklich sagen, ich habe dann später in anderen Krankenhäusern sehr viele, sehr kompetente, sehr liebe, sehr freundliche Menschen kennengelernt, die sich gekümmert haben, für die Patienten eingesetzt haben. Aber also diese Herzlichkeit einfach, diese Ausstrahlung und ja, weiß ich nicht, dieses unbedingte Bestrebtsein für die Patienten da zu sein, das ist unglaublich. Das habe ich nur bei dir festgestellt und also in diesem Maße. Das ist echt einmalig. Du bist wirklich die Beste. So. Ja, meine lieben Zuschauer da draußen, ihr seid natürlich auch irgendwo auf eure Art die Besten. Ich finde es, wie gesagt, also wie im letzten Video schon mal gesagt, so, ich finde es toll, dass ihr meine Videos anschaut und dass manche von euch auch so Anteil nehmen. Das baut mich sehr auf, das bringt mich auch weiter, das motiviert mich weiterzumachen und ich hoffe, dass ich diese Motivation, diese Kraft, diese positive Energie, die ich daraus ziehen kann, auch an euch weitergeben kann. In diesem Sinne sage ich einfach mal bis zum nächsten Video und ja, vielen Dank fürs Zuschauen.